Hallihallo bei den Digus, herzlich willkommen. Heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch und zwar zum Ehren von Corona. Obwohl man das nicht ehren kann, aber nein, am 16. März 2020 hat die Regierung beschlossen, dass es Lockdown geben soll. Am 17. März ist offiziell der Lockdown bestätigt worden und eingeführt worden. Es gibt auch Berichte im Internet, dass es erst ab dem 23. März war. Aber die meisten Leute nehmen den 17. März. Das wollen auch wir tun, der 17. März. Und zudem habe ich rausgesucht, ich habe vor 2 Jahren mit den Kindern mal das Thema Corona, als das aufkam, besprochen, behandelt, ja, Aufklärung betrieben und dazu habe ich dann mit den Kindern so Kurzvideos gedreht und da habe ich euch mal ein paar zusammengeschnitten und die möchten wir euch heute zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Das Video ist eigentlich ganz, also vom Thema ist es nicht lustig, aber es ist ganz witzig, wie die Kinder früher aussahen und wie die zum Teil geantwortet haben. Auch sehr spannend, altersbedingt natürlich verschiedene Antworten gegeben haben. Sie haben sich versucht, mit dem Thema auseinanderzusetzen und ja, also es ist ein spannendes, lustiges Video. Aber das Thema an sich ist natürlich, ja, ich glaube, wir haben alle keine Lust mehr und es ist einfach nur noch nervig. Aber ich wollte euch gerne mal darüber zeigen, dass wir, auch als wir in YouTube noch nicht aktiv waren, trotzdem schon Videos gedreht haben über solche Themen, weil ich das sehr interessant fand. Dann wünsche ich viel Spaß beim Schauen. Ihr kennt das. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Drückt die Glocke ein, damit ihr kein neues Video verpasst. Und damit verabschieden wir uns. Viel Spaß beim Video. Tschüss. Krankheit. So, ein Coronavirus. Corona kommt aus Wuhan und ist ein Bakterium, wo ja, das steckt halt andere Leute an, indem man über Tröpfcheninfektionen oder wenn man halt ja, über Anfassen oder wenn man niest oder so. Ja, so. Ja. Ein Krankheitsvirus. Ein Virus? Für alte Menschen kann es gefährlich sein und für Junge ist es meistens wie eine Grippe. Und keine Ahnung. Corona ist ein Virus, der ansteckend ist und auch tödlich sein kann. Ja, Corona ist halt einfach ein Virus, dass manche Leute halt krank sind und dass es halt ansteckend ist. Eine Krankheit. Eine gefährliche Krankheit. Ein Virus ist es. Sonst steckt man alle Leute an, dann wird man auch krank. Weil es eine Ansteckungsgefahr ist über Tröpfcheninfektion, wenn man Grippe anfasst. Ja, das ist halt die Sicherheit, lieber zu Hause bleiben und nicht in Menschenmengen herumzuspazieren. Und dann, falls einer so macht, dass nicht alle angesteckt werden. Damit sich nicht noch mehr Menschen damit anstecken und dann mit Corona zurückgeht, dass wir wieder ganz normal leben können. Wegen der Ansteckungsgefahr, dass wenn ganz viele sich anstecken, dass nicht immer mehr Corona erkrankt werden oder was da heißt. Zu Hause bleiben, weil wenn sich immer mehr Leute, wenn einer Corona hat und der geht raus und der niest zum Beispiel und der niest auf jemand anders, kann sich das auf jemand anders übertragen. Deshalb müssen sie zu Hause bleiben, damit sie sich nicht anstecken, damit das Corona wieder weggeht und nicht immer mehr sich verbreitet.
sonst kann man sich auch noch mit anstecken. Dass Corona endlich mal wegkommt. Also, dass wir wieder in die Schule kommen und alles. Dass die Familien wieder miteinander verbünden, raus aus den Medien geht und dass sie sich halt nicht streiten und so. Dass sie sich lieb haben, miteinander lieb haben und dass halt echt Menschen beten zu Jesus, dass sie halt, ja, dass sie auch ein Freund von Jesus werden. Dass wir hoffentlich nicht Corona kriegen und dass es bald vorbei ist, dass wir unsere Freunde wieder treffen können. Dass wir wieder raus dürfen und zur Schule gehen können und keine Ahnung mehr nicht. Und Ella! Ich wünsche mir jetzt einfach mal. Ich wünsche mir jetzt einfach mal frei zu sein. Einfach die Sonne und das Wetter genießen und nicht zu Hause hocken. Also einfach mal die Natur genießen. Dass alle gesund sind und dass keine Corona mehr umgeht. Hygiene ist, also man, Hygiene bedeutet, man sollte häufiger Hände waschen, also nachts und Mundschutz tragen und ja, die Hände desinfizieren und Handschuhe auch anziehen und halt aufpassen. So, Gewinn ist, zum Beispiel, man hat Zeit mit der Familie bekommen, man kann morgens mal ausschlafen. Auch wenn man kleine Geschwister hat, kann man mal ausschlafen. Oder es ist, dass die Familie näher zusammenrückt, man unternimmt Sachen, also jetzt nicht so auf Spielplatz gehen, aber so Waldspaziergänge machen. Oder man tut halt einander mehr Vertrauen und alles, was man zum Beispiel nicht machen kann, Haus renovieren. Fall ist, wenn keine Schule mehr ist oder Kindergarten und man kriegt auch die Aufgaben geschickt bekommen. Einschränkung ist halt, dass man nicht mal in die Schule und den Kindergarten darf. Corona ist schlimm und ja. Sorgen ist, wenn man zum Beispiel Sorgen hat, dass man Corona kriegt. Und dass halt jemand auch sterben kann von der Familie. Keine Ahnung, Mann. Arbeitslosigkeit ist, wenn manche Menschen von ihrer Arbeit gekündigt werden. Oder nicht zur Arbeit können. Verlust ist, dass zum Beispiel viele Menschen ihre Arbeit verlieren.